Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden Juden und andere nicht akzeptierte Minderheiten in den besetzten Gebieten verfolgt und meist ermordet, wobei besonders die Ostgebiete betroffen waren. Viele der verfolgten Menschen wurden nicht in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert, sondern vor Ort von mobilen, geschulten Erschießungskommandos getötet, den sogenannten Einsatzgruppen. Als Leiter des berüchtigten Einsatzkommandos 4A war Paul Blobel für die Ermordung von mehr als 60.000 Juden verantwortlich. Blobel und seine Mannschaft verübten brutale Massaker, bei denen nicht akzeptierte Ethnien in Massen erschossen wurden. Selbst Kinder wurden nicht verschont. Er leitete das schreckliche Massaker von Babin Yar, bei dem seine Truppe innerhalb von nur 2 Tagen 33.000 Juden ermordete. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Paul Blobel und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Paul Blobel wurde am 13. August 1894 in Potsdam geboren, wuchs in seiner Kindheit aber in Remscheid, in der Nähe von Wuppertal auf. Er machte eine Lehre als Maurer und Zimmermann und fing anschließend ein Studium der Architektur an. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 wurde Paul Blobel als Frontsoldat eingesetzt und gegen Kriegsende als Unteroffizier entlassen. Nach dem Ersten Weltkrieg schloss er sein Studium ab und machte sich 1924 als Architekt selbstständig. Im Rahmen des New Yorker Börsencrashs im Oktober 1929 und der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sprunghaft an. Gleichzeitig sanken die Einkommen der Menschen rapide. Im ganzen Land breitete sich Armut und Elend aus. Und auch Paul Blobel verlor aufgrund ausbleibender Aufträge seine Existenzgrundlage. Wie viele andere Arbeitslose seiner Zeit war Blobel empfänglich für Hitlers Versprechen, die Arbeitslosenquote zu senken und trat Ende 1931 der NSDAP sowie 1932 der SS bei. Nach der Machtübernahme Hitlers Anfang 1933 trat Paul Blobel den Düsseldorfer Polizeikräften bei und wurde ein Jahr später in den SS-Sicherheitsdienst SD aufgenommen. Der SD war der von Heinrich Himmler gegründete Geheimdienst der SS und ist für zahlreiche Verbrechen in den deutschen sowie in den kriegbesetzten Gebieten verantwortlich. Der SD war für die Ermittlung von Gegnern des NS-Regimes zuständig. Rund 30.000 Spitzel informierten den Geheimdienst über alle Vorgänge im öffentlichen Leben sowie potenziell für das Regime gefährliche Personen. Als politische Gegner identifizierte Personen wurden daraufhin von Gestapo-Mitarbeitern verhaftet und anschließend unter Folter verhört, sowie auch häufig ermordet. Innerhalb des SDs legte Paul Blobel eine steile Karriere hin und wurde schnell zum Leiter des Großraums Düsseldorf befördert. Im Rahmen der Novemberpogrome 1938 wurden im Zeitraum vom 7. bis zum 13. November mehrere hundert Juden ermordet und tausende Synagogen sowie jüdische Unterkünfte und Geschäfte zerstört. Darauf folgend wurden im gesamten Deutschen Reich Zehntausende Juden in Konzentrationslager deportiert. Viele der Personen überlebten die Haft nicht. In seiner Position als SD-Mitarbeiter koordinierte Blobel die Sicherstellung von Wertsachen aus zerstörten Synagogen im Raum Düsseldorf. Am 22. Juni 1941 begann mit dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion ein rassenideologischer Vernichtungskrieg, wobei mit der systematischen Auslöschung der jüdischen Bevölkerung der Holocaust offiziell begann. Nach der Eroberung der sowjetischen Gebiete trafen sogenannte Einsatzgruppen ein, geschulte, mobile Erschießungskommandos, die Juden und andere nicht akzeptierte Ethnien ohne Umwege ermordeten. Die Mordkommandos reisten von Ortschaft zu Ortschaft und gingen in ihrem Vorgehen meistens ähnlich vor. Die zu tötenden Personen wurden erfasst und beispielsweise durch Armbinden kenntlich gemacht. Danach wurden diese mittels LKW aus der Ortschaft gebracht und zu einem Schützengraben oder einer natürlichen Schlucht gefahren. Hier wurden die Opfer nacheinander durch Angehörige der Einsatzgruppen erschossen. Viele mussten dabei mit ansehen, wie Freunde oder Familienangehörige starben, bevor diese selbst an der Reihe waren. Von 1941 bis 1943 ermordeten die Einsatzgruppen mindestens 600.000 Menschen. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 1,5 Millionen Personen aus. Wenn Juden und andere Minderheiten außerhalb der Konzentrationslager ermordet werden sollten,
waren diese zur Stelle, um den Befehl ohne Widerspruch auszuführen. Die insgesamt 4 Einsatzgruppen bestanden jeweils wieder aus mehreren Sonderkommandos, wobei Paul Blobel im Juni 1941 zum Führer des Sonderkommandos 4a der Einsatzgruppe C ernannt wurde. Blobels Sonderkommando 4a operierte hauptsächlich hinter der südlichen Kriegsfront in der heutigen Ukraine, wobei die Gruppe ganze Landstriche entvölkerte. So wurden beispielsweise beim Massaker von Biela Zerkwa hunderte jüdische Männer und Frauen der namensgebenden ukrainischen Stadt ermordet, wobei ca. 90 jüdische Kleinkinder im Alter zwischen 6 Monaten bis 4 Jahren zunächst als Waisen am Leben blieben. Paul Blobel ordnete hiernach an, dass auch die Kinder zu erschießen seien, woraufhin sich selbst unter den stationierten Wehrmachtssoldaten starker Widerstand gegen die Anordnung entwickelte. Die Exekutionen konnten zunächst hinausgezögert werden, wurden aber wenige Tage später trotzdem durchgeführt, wobei die 90 Kleinkinder in Reihe vor eine Grube gestellt und von hinten erschossen wurden. Bis Ende 1941 ermordete Blobels Einsatzkommando innerhalb von nur 6 Monaten mehr als 60.000 Menschen, davon alleine ca. 33.000 beim Massaker von Babin Yar. Das Massaker von Babin Yar gehört zu den bekanntesten und grausamsten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Babin Yar ist ein tiefliegendes Tal auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew, in dem am 29. bis zum 30. September 1941 33.000 jüdische Männer, Frauen und auch Kinder erschossen wurden. Die Massenmorde wurden verübt, nachdem die 6. Armee in Kiew einmarschiert war. Wenige Tage nach der Schlacht um die Stadt kam es im Stadtzentrum zu Bränden und Explosionen, wobei hunderte Soldaten der Wehrmacht umkamen. Daraufhin wurden von Offizieren der Wehrmacht und der SS beschlossen, einen Großteil der Kiewer Juden zu ermorden und dies als Evakuierungsaktion zu tarnen. Am 28. September 1941 wurden Bekanntmachungen über eine Evakuierung an die Kiewer Juden herausgegeben. Diese sollten sich am folgenden Tag in der Nähe des Bahnhofes einfinden und warme Kleidung, Geld sowie persönliche Dokumente und Wertgegenstände mitbringen. Diesem Aufruf folgten mehr Juden als erwartet. In Gruppen wurden diese aus der Stadt und zur Schlucht geführt, mussten sich dort ihrer Kleidung entledigen und wurden systematisch durch Maschinengewehr und Maschinenpistolenfeuer erschossen. Paul Blobel war stark in der Entscheidung des Massakers involviert und sein Sonderkommando 4a maßgeblich bei den Morden beteiligt. Ein Beteiligter schilderte das Massaker später folgendermaßen: Nachdem sie sich ausgezogen hatten, wurden sie in die Schlucht geführt, die etwa 150 Meter lang, 30 Meter breit und gut 15 Meter tief war. Als sie den Boden der Schlucht erreichten, wurden sie von Mitgliedern der Einsatzgruppe ergriffen und gezwungen, sich auf die bereits erschossenen Juden zu legen. Die Leichen lagen buchstäblich in Schichten. Ein Schütze kam und schoss jedem Juden mit einer Maschinenpistole in den Hals. Ich sah, wie diese Schützen auf den Leichenschichten standen und einen nach dem anderen erschossen. Der Schütze ging über die Leichen der hingerichteten Juden zum nächsten Juden, der sich inzwischen hingelegt hatte, und erschoss ihn. Im Januar 1942 wurde Paul Blobel aufgrund von Alkoholproblemen als Führer des Sonderkommandos 4a abgelöst, jedoch bereits wenige Tage später von Reinhard Heydrich zu einem Treffen nach Berlin einbestellt. Blobel wurde beauftragt, im Rahmen der sogenannten Sonderaktion 1005 die zahlreichen Massengräber der im Rahmen des Holocaust ermordeten Menschen zu öffnen und die exhumierten Leichen vollständig zu beseitigen. Das Ziel war zum einen, die Beweise des Genozids zu beseitigen, auch im Hinblick der möglichen Rückeroberungen der Gebiete durch die Sowjets. Zum anderen drangen über vielen Massengräbern übel riechende Verwesungsgase an die Oberfläche. Es wurde auch eine weitreichende Vergiftung des Grundwassers befürchtet. Die nächsten Monate experimentierte Paul Blobel im Vernichtungslager Kulmhof an Methoden, die Leichen möglichst effizient und gründlich zu beseitigen. Dabei bewährte sich die Methode, die freigelegten Toten in Brand zu setzen
und die Knochen anschließende Knochenmühlen zu beseitigen. Diese grausame Arbeit musste von meist jüdischen Häftlingen durchgeführt werden. Diejenigen, die sich weigerten oder zu erschöpft waren, um weiterzuarbeiten, wurden von den Bewachern erschossen. Um die Geheimhaltung zu gewähren, gab Blobel den ausdrücklichen Befehl, dass jeder Zwangsarbeiter des Kommandos im Abstand von nur 2 Wochen zu ermorden sei. Eine Einweisung in ein Kommando der Sonderaktion 1005 bedeutete damit ein sicheres Todesurteil. Schätzungen gehen von mehr als 10.000 ermordeten Personen aus. Bis Mitte 1944 ließ Blobel zahlreiche Massengräber öffnen, die durch Massaker der Einsatzgruppen oder auch unmittelbar neben Konzentrations- und Vernichtungslagern entstanden sind. So ließ dieser im Juli 1943 beispielsweise auch die Leichen des Massakers von Babin Yar exhumieren sowie verbrennen und zermahlen. Durch die Sonderaktion 1005 ist die genaue Bestimmung der Opferzahlen der durch die Einsatzgruppen durchgeführten Massaker bis heute nicht möglich, weswegen eine so große Spanne bei den Schätzwerten von 600.000 bis 1,5 Millionen Personen vorhanden ist. Nach dem Krieg wurde Paul Blobel am 15. September 1947 zusammen mit anderen Führungsmitgliedern im Rahmen des Einsatzgruppenprozesses vor Gericht gestellt. Konkret wurde ihm die Ermordung von 60.000 Menschen unter seiner Verantwortung zur Last gelegt. Zu seiner Verteidigung brachte Blobel vor, dass das Sonderkommando 4a nicht 60.000, sondern maximal 10.000 bis 15.000 Menschen erschossen habe und versuchte, die Schwere seiner Taten so zu relativieren. Er gab zudem an, dass die Hinrichtung von Spionen und Saboteuren durch Kriegsrechte gedeckt seien. Das Gericht folgte seinen Aussagen nicht und verurteilte Paul Blobel 1948 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation zum Tode durch den Strang. Am 7. Juni 1951 wurde Paul Blobel in der Strafanstalt Landsberg am Lech zusammen mit anderen Einsatzgruppenleitern und KZ-Aufsehern hingerichtet. Diese Hinrichtungen waren die letzten, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattfanden. Zu der Zeit wurde in der noch jungen Republik die Todesstrafe abgeschafft und die meisten Todesurteile zu Haftstrafen umgewandelt. Aufgrund der Schwere von Blobels Taten wurde sein Urteil noch vollstreckt und ein unumstritten grauenhafter Massenmörder gerichtet.